Ja, aber ein paar Bilder machen wir, oder? Ja. Kurz nach meiner Seite. Wollen wir einfach die Hand machen? Ja, Hand. Und aktuell machen Sie, haben Sie ja erstmal, Sie warten drauf, dass was rüberkommt. Jetzt kommt das erste Tragseil, demnächst kommt das rüber. Okay. Ja. Im Vergleich zu dem, welche Stärke wird das haben, wenn das jetzt da mal, ich sag mal so 40 mm. 4 cm ist auch nicht viel mehr. So. Ja. Okay. Ja. Aber das ist dann schon. Das kriegt unser Eins. Ja! Im Verhältnis dann schon was anderes. Jetzt ist es ja so, Sie ziehen ja jetzt erst ein Seil. Ja. Und wenn das hier angekommen ist, sehen wir, was hier passiert ist. Dann fahren wir rüber und dann liegen ja noch drei Seile da drüben, die wir sehen, wie die da eingefädelt werden. Ja. Okay. Also dann, insofern dann macht das schon hier Sinn. Fertig, bis die erste Fuhre hier ist. Dann kann sie beide sichten. Übrigens, das ist ja auch, kennt ihr euch? Ja, wir haben schon. Ist ja auch interessant, von hier da drüben zu sehen, wie es aussieht. Und wenn man von drüben hier rüber guckt, das ist auch deutlich spektakulärer, weil da gibt es so eine Felsrippe und das sieht eben völlig anders aus, ja, in der Sicht. Und dann macht es, glaube ich, schon Sinn zu sehen, wie die Seile da aufgerollt und dann rübergezogen werden. So machen wir das. Fein. Machen wir hier schon ein Tönchen, ja, dann das dauert. Genau. Die Aufnahmen, die ihr macht, sind die für den SWR gemacht, oder? Die sind ausschließlich für den SWR gemacht. Wann wird das gesendet? Ich sende heute Abend in der Landesshow aktuell um 18 Uhr. Gleich. Wir blicken erst einmal in unserer Wetterreportage nach Mörsdorf im Hunsrück, wo nämlich gerade eine sehr große Hängeseilbrücke entsteht. Der Betonklotz auf der anderen Seite des Tals ist 360 Meter weit weg. Drüben liegt Soßberg, eine halbe Autostunde entfernt. Und nicht nur der Mörsdorfer Ortsbürgermeister Markus Kirchhoff will, dass Soßberg näher an seinen Ort heranrückt. Das Ziel, mehr Wandertourismus im Hunsrück. Die Lösung? Eine Brücke soll Touristen anlocken. Nicht irgendeine Brücke, sondern die längste Hängeseilbrücke nördlich der Alpen. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf den heutigen Tag. Mit Schweizer Präzision. Nur eines hätten die Spezialisten aus den Alpen heute nicht gebrauchen können. Höchstens, wenn ein Gewitter kommt, dann die Blitze sind etwas gefährlich, wenn man mit Seilen arbeitet. Und der Turm ist irgendwie 16 Meter, dann zieht dann schon die Blitze an. Muss man besser, wenn man nach Hause geht. Von Stahlseilen auf Mörsdorfer Seite gezogen, kommt um 10 nach 11 das erste von 6 Tragseilen für die Brücke an. Mit einer Geschwindigkeit von etwa einem halben Meter pro Sekunde überwindet die 40 mm dicke Stahltrosse das Mörsdorfer Bachtal. Heute passt einfach alles, sogar das Wetter. Es ist auch so, dass es nicht neblig sein darf, sonst sieht man die gegenüberliegende Seite nicht. Es darf nicht regnen in Strömen, dann ist man bis zum Knie im Dreck, so wie gestern. Natürlich, ein Wetter, was nicht zu heiß ist, was sonnig ist, ein bisschen luftig ist, ist für alle angenehmer, um hier solche Arbeiten zu machen. Und auch, um später als Wanderer die Brücke zu benutzen. Zum 3. Oktober soll sie fertig sein. Die längste Hängeseilbrücke nördlich der Alpen. Stefan und Barbara vorgehen. Wir müssen noch 20 Meter Richtung Mörsdorf ziehen. Also das heißt, der Stepp ziehen, Barbara nachgeben. Dann müssen wir auf die Seilbahn umhängen. Auf mein Kommando. Ja, wir sind beide. Dann vielleicht besser nicht, weil die sehen man nicht mehr von hier. Okay, ja, ja, das Blöde. Gut, doch, die ein bisschen sieht man sie aber. Also die sieht man nur, ja? Sieht man, ja. Ja, aber das sind ja noch links und rechts, vorne und hinten, überall. Ja, das ist komplett bespannt. Schwierig zu sagen, dass das halt gerade oder schräg runtergeht jetzt.
Wir sind momentan an das erste Tragseil über das Tal zu ziehen. Sind wir etwa in der Hälfte. Das hängen wir nachher direkt ins Widerlager ein, in den Anker, und dann ist auf dieser Seite eigentlich da kommt schon ein Bolzen durch. Ein Bolzen, genau, ja. Und so wird das mit jedem Seil gemacht dann? Das wird mit jedem Seil. Wenn es jetzt so gut funktioniert, machen wir das mit allen 6 Seilen genau gleich. Nachlassen. Wir müssen ganz rüber, Simon, glaube ich. So, wie die Bogen machen. Ja. Drücken noch, Simon, oder? Ja. Ah!